Ja, es gab jetzt eine längere Pause, die ich auch gebraucht habe. Aber heute bin ich wieder da und wünsche euch erstmal ein gutes neues Jahr. Und ja, möchte heute ein Märchen erzählen aus China, ein Märchen, das ich schon seit vielen Jahren immer wieder erzähle. Ja, in letzter Zeit habe ich es gar nicht so oft erzählt, aber heute ist es dran. Vor langer Zeit, da lebte in einem kleinen Tempel in China ein heiliges Pferd. Ja, ihr werdet fragen, was ist ein heiliges Pferd? Naja, in der Geschichte wird das ein bisschen klarer, was das ist, ein heiliges Pferd. Nun, es lebte da in dem Tempel, es war in einem hölzernen Bretterverschlag eingesperrt. Und eines Nachmittags schaute ein kleines Mädchen durch ein Loch in diesem Bretterverschlag und es hörte, wie das heilige Pferd sprach. Ja, so wie ich zu euch spreche, sagte das heilige Pferd: Es ist unglaublich. Jetzt hat mir der Wärter schon wieder mein Bohnenbrot weggegessen, was ich mir alles hier gefallen lassen muss. Dabei bin ich doch ein heiliges Pferd. Wenn du möchtest, kannst du ein Stück von meinem Brot haben, sagte das Mädchen. Ich habe noch etwas übrig. Und es reichte dem Pferd durch das Loch ein Stück Brot hinein, und das Pferd drehte den Kopf zu dem Mädchen und fraß, ohne sich groß zu bedanken. Und dann fragte das Pferd: Wer bist du? Ich bin ich. Ja, aber woher kommst du? Wer sind deine Eltern? Ich weiß nicht. Ich bin unterwegs von da nach dort, seit ich mich erinnern kann. Meine Eltern habe ich nicht gekannt. Wo schläfst du dann? Auch mal hier, mal da. Manchmal nimmt mich ein Bauer, ja, in seine Scheune, gibt er mir einen Platz in seiner Scheune. Manchmal muss ich im Freien schlafen, manchmal darf ich in einem Tempel schlafen. Es ist nicht so schön, so durch die Welt zu ziehen, ohne zu wissen, wo man die nächste Nacht verbringen kann. Aber es ist viel schöner, so frei durch die Welt zu ziehen, als so eingesperrt zu sein, wie ich es bin. Sie haben mich für 22 Jahre in diesen Bretterverschlag eingesperrt. Und er ist so klein, dass ich nicht einmal mit den Hufen ausschlagen kann. Am Anfang, da habe ich versucht wegzulaufen, aber sie haben mich immer eingefangen. Und dann habe ich aufgehört zu essen, aber der Hunger tat so weh, da habe ich doch wieder gefressen. Und heute bin ich so weit, dass ich mich beklage, wenn der Wärter mir das Bohnenbrot weg isst. Ach, meinte das Mädchen,
Auch wenn der Wärter dir das Bohnenbrot hin und wieder weg isst, hast du doch bestimmt viel mehr zu essen als ich. Weißt du was? Meinte das Pferd. Wir könnten tauschen. Tauschen? Wie soll das gehen? Ich bin doch kein heiliges Pferd und du bist ein heiliges Pferd. Heilig, heilig. Ich bin nicht halb so heilig wie du. Du hast dein Brot mit mir geteilt. Du musst dir keine Sorgen machen. Du musst auch nicht meinen, dass du dich in mich verwandeln musst und so. Nein, 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 nein. Heute Nacht, wenn es dunkel ist, wenn alle schlafen, dann kommst du und öffnest die Tür von meinem Verschlag und dann kann ich davonlaufen und bin aus diesem Tal fort, bevor es morgen wird. Und draußen, außerhalb des Tals, kennt mich keiner. Da bin ich frei. Ja, und was soll ich machen? Du setzt dich einfach hier hin und morgen werden die Menschen glauben, dass ich mich in dich verwandelt habe und sie werden meinen, dass du eine Göttin bist. Sie werden dir alles geben, was du brauchst. Na gut, und das Mädchen versprach, am Abend wiederzukommen. Spät am Abend, es war schon dunkel, da kam sie, und das Pferd wartete schon auf sie. Da bist du ja endlich. Ich hab schon gedacht, du kommst nicht. Ich habe doch versprochen zu kommen. Natürlich bin ich gekommen, aber bevor du jetzt davonläufst, sag mir erst, wie soll das gehen? Glaubst du, dass die Menschen mir glauben, wenn ich sage, dass du dich in mich verwandelt hast und dass ich eine Göttin bin? Nein, 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 das geht anders. Du musst gar nichts sagen. Wenn sie dich etwas fragen, dann sage nur, indem du sie ganz ruhig anschaust, das wissen die Götter. Mehr nicht. Dann werden sie meinen, dass du alles weißt und eine Göttin bist. Und sie werden dich verehren und dir gutes Essen bringen. Und ja, schau mal da drüben. Das sind die Seidengewänder, die sie mir für meine Prozessionen umhängen, für die Prozessionen, wo ich mitlaufe. Und zieh dir diese Seidengewänder über, damit man deine Lumpengewänder nicht sieht. Danke, du bist sehr freundlich. Ja, und du sollst auch nie vergessen, dass du da draußen einen Freund hast, der immer an dich denkt. Ich werde dich bestimmt nie vergessen. Ich dich auch nicht. Und dann öffnete das Mädchen die Tür des Verschlags und das heilige Pferd, das lief davon. Das Mädchen holte sich die seidenen Gewänder, wickelte sie sich den Leib, so dass man ihre Lumpengewänder nicht sah. Sie war müde jetzt und sie legte sich in den Verschlag und schlief ein. Aber irgendwann erwachte sie und es war noch stockdunkel, aber sie hörte Stimmen, zwei Stimmen. Ja. Was ist eigentlich ein heiliges Pferd? Ein heiliges Pferd ist ein Pferd wie jedes andere auch. Komm her mit dem Schatz, den wir dem Mandarin geraubt haben. Wir laden ihn dem Gaul auf und dann reiten wir davon. Aber, wenn uns das heilige Pferd verrät, Unsinn, das heilige Pferd kann nicht sprechen. Und außer uns weiß niemand davon. Das wissen die Götter, sagte das kleine Mädchen. Die beiden Diebe
zuckten zusammen, sie schauten in den Verschlag, und statt eines Pferdes sahen sie darin eine Gestalt mit großen dunklen Augen, hellen seidenen Gewändern. Sie dachten, ein Geist wäre erschienen. Sie sprangen auf, ließen alles stehen und liegen und rannten davon, so schnell sie konnten. Das Mädchen lachte. Es ging hin und schaute sich den Sack mit den Schätzen an, die die Diebe geraubt hatten, begann mit den Juwelen und Edelsteinen zu spielen, bis sie wieder einschlief. Als sie wieder erwachte, war es hellichter Morgen. Sie sah rings um sich viele Menschen. Die schauten staunend zu ihr hin. Und vor ihr stand der Mandarin, der kaiserliche Beamte in seinen kostbaren seidenen Gewändern. Und als er sah, der Mandarin, dass das Mädchen aufgewacht war, da fragte er: »Wo kommst du denn her, mein Kind?« »Das wissen die Götter.« »Oh, aber wo ist denn das heilige Pferd geblieben, das sonst immer hier war?« »Das wissen die Götter.« Die Menschen ringsum, die wurden blass, die schauten sich an. »Sie ist eine Göttin, sie weiß alles«, wisperten sie sich zu. Der Mandarin aber fragte weiter: »Wie kommt mein Schatz, der diese Nacht aus meinem Hause geraubt wurde, hierher in deine Hände?« »Das wissen die Götter.« Da wurde auch der Mandarin blass. Er fiel vor ihr auf die Knie und er rief: »Sie ist eine Göttin, sie weiß alles!« Und er machte vor ihr den neunfachen Kotau. Und auch alle anderen Menschen fielen in die Knie und machten den Kotau, die Verneigung mit dem Kopf, bis zur Erde. Und dann wurde der Tempel neu aufgebaut, viel größer und schöner und prächtiger, und die Menschen kamen und sie brachten der Göttin, so nannten sie das Mädchen, Geschenke, schöne Kleider, gutes Essen, und sie beteten zu ihr, dass sie ihnen helfe, verlorene, gestohlene Gegenstände wiederzufinden, denn sie dachten, das Mädchen, die Göttin, könnte das. Und so lebte das Mädchen, hatte genug zu essen, hatte ein Dach über dem Kopf, ein schönes Haus, hatte Dienerinnen und Diener und schöne Kleider. Aber schon bald merkte sie, dass sie in all der Pracht und Herrlichkeit sehr einsam war. Denn alle Menschen, die zu ihr kamen, kamen nur, um sie um etwas zu bitten, sie um Hilfe anzuflehen. Aber niemand sprach mit ihr, hörte ihr zu. Von Tag zu Tag fühlte sie sich einsamer. Sie dachte oft an das heilige Pferd, ihren Freund, das da irgendwo herumlief. Und sie wünschte sich, das Pferd möchte wiederkommen und diese Herrlichkeit mit ihr teilen. Aber das Pferd zeigte sich nicht mehr. Und so verging die Zeit, Tage, Monate und Jahre, und aus dem Mädchen wurde eine junge Frau, eine sehr schöne und sehr traurige junge Frau. Und eines Tages, als sie im Garten des Tempels spazierte,
Da kam eine Dienerin gelaufen, verneigte sich tief und sie rief: Göttin, Göttin, es ist etwas Seltsames geschehen, wie noch nie. Am Tor des Tempels steht ein altes Pferd und begehrt Einlass. Wir haben es schon mehrmals fortgeschickt, aber es kommt immer wieder. Was sollen wir tun? Bringt es zu mir, sagte die junge Frau. Ich möchte nicht, dass irgendein Lebewesen, das zu mir möchte, abgewiesen wird. Und so kam das Pferd, und sie erkannte es sofort. Heiliges Pferd, sagte sie, wie schön, dass du wiederkommst, endlich. Wo warst du so lange? Ich war töricht. Ich war unterwegs in der Freiheit, bin gelaufen von hier nach da. Aber ich hatte nirgendwo einen Freund, eine Freundin. Ich war immer allein. Nun bin ich alt geworden. Und ich bitte dich, dass du mir einen Platz gibst in einem der Ställe des Tempels, damit ich zumindest hier in deiner Nähe in Frieden sterben kann. Ach, heiliges Pferd, sagte die junge Frau und streichelte dem Pferd die Mähne und den Hals. Du siehst traurig aus. Du bist auch nicht glücklich geworden in deinem Reichtum, in all der Pracht und Herrlichkeit. Das wissen die Götter, sagte die junge Frau. Auch der Reichtum ist nichts, wenn man keine Freunde hat, mit denen man all das teilen kann. Und sie umarmte das Pferd ganz fest und sie begann zu weinen. Und ihre Tränen liefen über ihre Backen und liefen über den Hals des Pferdes. Und da, als ihre Tränen das Pferd berührten, da geschah etwas Wunderbares. Das Pferd verwandelte sich. Es wurde zu einem schönen jungen Mann. Der schaute die junge Frau liebevoll an und er sagte: Nichts ist schön, wenn es nicht mit Freundschaft und mit Liebe verbunden ist. Das wissen die Götter, sagte die junge Frau. Und die beiden verließen den Tempel Hand in Hand. Ja, soweit diese Geschichte. Manchmal sehen die Freunde, die wir bekommen, ganz anders aus, als wir es uns vorgestellt haben. Ja, das ist so. Manchmal hindern uns unsere Vorstellungen sogar zu erkennen, wer unsere Freunde sind. Ich wünsche euch allen, uns allen, gute Freunde und sage euch auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.